Von historischer Flucht über das Musikgeschäft der 70er Jahre bis hin zum Silicon Valley der Neuzeit. Bei diesen Miniserien ist wirklich für jeden was dabei. Diese Top 5 gibt es exklusiv auf Prime Video. Erstens, Daisy Jones and the Six. Die Verfilmung des Bestseller-Romans führt ins Musikgeschäft der 70er Jahre. Konzerte, Bandleben und Liebesdramen. Riley Keough und Sam Claflin spielen die Hauptrollen in dieser packenden Serie. Zweitens, Fleabag. Phoebe Waller-Bridge schuf mit dieser Serie ohne Frage Seriengeschichte. Ein emotional witziges Drama mit einer wunderbar unkonventionellen Heldin. Drittens, Devs. Ein Science-Fiction-Thriller um eine Software-Ingenieurin im Silicon Valley. Als ihr Freund stirbt, verweisen alle Indizien auf den CEO ihrer Firma und die geheime Entwicklungsabteilung. Viertens, The Underground Railroad. In dieser kraftvollen Serie, basierend auf dem Bestseller von Colson Whitehead, geht es um die herzzerreißende Geschichte einer Sklavin auf der Flucht. Die in Südafrika geborene Newcomerin Tuso Mbedu brilliert in der Hauptrolle. Und fünftens, kleine Feuer überall. Als Künstlerin Mia, gespielt von Kerry Washington, in den wohlhabenden Vorort zieht, bringt sie das Leben der Familie von Eleanor Richardson, gespielt von Reese Witherspoon, ganz schön durcheinander. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Celeste Ng.